Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Bioshock. Sander Cohn ist Künstler hier und der fordert sich quasi heraus. Da freue ich mich schon drauf. Das machst du so kein zweites Mal! Rein. Hab ich die beiden erwischt? Ich hab mich erfahren gemacht! Ich hab mich im Griff! Du bist eifersüchtig! Aber klar doch! Komm, komm damit! Oh Mann! Verurteile ich den Händler! Was ihr so bei dem, da kann ich den Malzessig riechen. Ich warte schon lange darauf, dass mal was Leckeres vorbeikommt. Aber die, die sich hier blicken lassen, sind alle miteinander Tölpel und Volltrottel. Oh, wo sind nur meine Manieren? Komm rein! Komm rein! Sander Cohn erwartet dich in der Fleet Hall. Fleet Hall? Irgendwas sagt mir, dass wir gegen Sander Cohn kämpfen müssen. Kannst du bitte aufhören zu brennen, bitte? Alter, ich bin da meilenweit von weg, ne? Diebspritzen können wir keine nehmen. Da ist es nicht als Notschalter. Oh. Sollen wir zocken? Ich weiß es ja nicht. Ja, den erstmal. Das ist gut. Ich finde es immer schön, wie leicht die sind. Ist echt wunderschön. Rechts, da links. Was können wir kaufen? Keine E-Spritzen, aber Verbandskasten, Pistolenkugeln. G-Patronen. Oh, das wäre so schön. Ein ganzes Magazin, ne? Ach. Drei Little Sisters! Jetzt wirklich? Willkommen in Fort Frolic! Holy Mackerel. Du brauchst mir nicht dafür zu danken, dass ich die Übertragung dieser Rüpel Atlas und Ryan unterbrochen habe. Lass sie nur streiten. Ein Künstler, ja, ein Künstler weiß, es gibt fruchtbareren Boden zu bestellen. Du zum Beispiel. Ich teste dich, kleine Motte. Aber nicht ohne Grund. Ich prüfe alle meine Anhänger. Einige strahlen wie Galaxien und andere verbrennen. Wie eine Motte im Feuer. Nun komm, komm in mein Zuhause. Was ist das? Der labert die ganze Zeit. Der nervt. Oh Mann. Atlas und Ryan. Ich meine, einerseits ganz gut, jetzt habe ich mal endlich meine Ruhe mal, aber irgendwas sagt mir, dass das auch nicht so ganz gut ist. Close. Scheiß aus. Ich hab verkackt. Hallo?
Alter, wie krass. Jetzt reizt mich. Das wäre das letzte Mal gewesen. Haha. Willkommen im Zirkus der Werte. Okay. Hier ist ein Sicherheitsnotschalter. Ich sagte, die leben. Oder haben gelebt. Na sowas. So. Was? Was? Ich werde Mr. Ryan auffallen und dann werde ich ein Star. Mehrere Motive? Immerhin. Natural Camouflage. Brauchen Sie etwas Ruhe und Frieden? Dann verwenden Sie Natural Camouflage und hören Sie einfach auf, sich zu bewegen, sonst werden Sie unsichtbar. Denken Sie daran, nichts zu sehen heißt glauben. Wenn du still stehst, wirst du unsichtbar. Nice, aber... Was ist das hier eigentlich? Die Blut ist das Traurige. Entweder werden die nachher wach. Oder der hat irgendwas benutzt. Aber noch nicht viel. Junge, Junge, Junge. Wie ich das irgendwie geahnt habe, dass da irgendwas sein wird. Echt krank, was hier langsam abgeht. Echt krank. Allmählich. Oder Leute? Ja, ich meine, ihr kennt wahrscheinlich das Game, aber... sowas. Der wühlt hier in den Rohren rum wie so ein Pfandflaschensammler. Du willst uns einsperren, alter Mann? Och, das macht Copsy nichts aus. Ich habe dich geliebt. Ich dachte, du wärst ein musikalisches Genie. Weißt du warum? Weil du meine Miete bezahlt hast, du altes Wrack! Komm zum Plattenladen! Ich zeig dir, was ich von deiner Katzenmusik halte! Wer ist das? Hättest du mir die Bullen auf den Hals? Alter Gevatter!
Sauber gekommen. Voll gelohnt. Obwohl ich früher oft in Little Italy auf Streife war, schockiert mich die Kaltblütigkeit dieser Künstlertypen immer noch. Diese wilde Braut, Culpepper, und dieser durchgeknallte Cone haben Streit miteinander und erwarten jetzt, dass meine Sicherheitstruppe für eine der Seiten Partei ergreift. Als nächstes werde ich dann in Ryans Büro gerufen, um mich mit ihm über die ganze Sauerei zu unterhalten. Diese gottverdammten, behämmerten Künstler. Ja, Künstler sind schon schwierig. Ah, komm, gucken wir mal den Safe so. Was für ein Fehler. Ja, das war ein gottverdammter Fehler, aber vielleicht kriegen wir es noch hin, So, das klappt noch. Okay. Was ist, wir haben hier noch zwei Verbandskästen in Reserve, in petto. Was zum Teufel ist das hier? Ist das irgendwie... Wachs oder Zement oder was ist das hier? Wild Bunny. Wild Bunny von Sander Cohen. Ich will die Ohren abnehmen, doch ich kann nicht. Ich hüpfe. Und wenn ich hüpfe, komme ich nie vom Boden weg. Das ist mein Fluch. Meine ewige Verdammnis! Ich will die Ohren abnehmen, doch ich kann nicht! Das ist mein Fluch! Mein verdammter Fluch! Ich will die Ohren abnehmen! Bitte, nimm sie ab! Bitte! Alter, was geht bei dem, ey? Oh Mann! Ja, alles ist geknallt, oder was? So. Wieder U-Invent. Da staune ich aber. Für dich bin ich schöner als die Garbo. Na gut. Nein, was habe ich denn da gemacht gerade? Oh, ich trottel, ne? Ich bin so ein Vollidiot. So, Vergiftbleister, es bringt irgendwie fast gar nichts hier, irgendwie die so zu erledigen. Eigentlich hier zurück, aber ich glaube, ich halte mich. Für den Gehverbot? Vandalismus ist ein schweres Verbrechen. Achtung, denken Sie daran, Vandalen sind Parasiten. Mehr als vier Personen wird als strafbare Handlung betrachtet. Ah, muchas gracias. Wahrscheinlichkeit, dass das schwer ist.
Ja, muchas gracias, amigo. Das blinkt. Ha. Verrückt. Wir speichern aber mal. Oh, was ist jetzt so lila? Geil. Boah, das Wasser, ne? Gut, Leute, das war's für diesen Part. Wir sehen uns zum nächsten Part von Bioshock wieder. Bis dann und ciao.